Kinderarbeit ab 10 legal und Drehverbot für House of Cards. Das ist Sina, ich bin Felix. Und das sind die Was geht ab Flash News. Bam! Der Bundesnachrichtendienst hat den USA Daten für ihre Drohneneinsätze geliefert. Das sagte gestern der ehemalige NSA-Mitarbeiter Thomas Drake vor dem deutschen Untersuchungsausschuss aus. Diese Daten wurden laut Drake dafür genutzt, um Kommandoentscheidungen zu treffen und Angriffe vom deutschen Boden aus zu fliegen. Drake behauptete auch, dass die Aussage des BND, nichts von der massenhaften Überwachung der NSA gewusst zu haben, absolut unglaubwürdig ist. Vielmehr arbeite der BND eng mit der NSA zusammen und verstoße sogar gegen die Verfassung, weil er auch deren Daten nutze. Im September will sich der Geheimdienstuntersuchungsausschuss intensiv mit der Rolle der deutschen Geheimdienste in der NSA-Spähaffäre befassen. Heute wurde auch bekannt, dass ein 31-jähriger Mitarbeiter des BND für die USA spioniert haben soll. Er soll beim BND gezielt nach Informationen, die den NSA-Untersuchungsausschuss betrafen, gesucht und an die USA weitergegeben haben. 150 Separatisten und 2 Soldaten kamen nach Angaben der Regierungstruppen bei erneuten Auseinandersetzungen in der Ostukraine ums Leben. Nikolajewka wurde von der Armee eingeschlossen und es gelang den Soldaten, 6 Stellungen von pro-russischen Separatisten zu vernichten. Seit die Waffenruhe am Montag von Präsident Petro Poroschenko nicht verlängert wurde, lässt er wieder die Städte Donetsk und Luhansk bombardieren. Am Dienstag hatten sich Poroschenko, Wladimir Putin, François Hollande und Angela Merkel in Berlin getroffen und für Friedensverhandlungen ausgesprochen. Außerdem wurde dort noch einmal betont, dass Russland auf die Separatisten einwirken solle. Putin zeigte sich besorgt über die hohe Anzahl an Ukrainern, die nach Russland flüchteten. In Bolivien ist jetzt Kinderarbeit schon mit 10 Jahren offiziell erlaubt. Das Gesetz muss noch vom Präsidenten Evo Morales in Kraft gesetzt werden, der sich aber bereits dafür ausgesprochen hat. Das offizielle Mindestalter für ein Beschäftigungsverhältnis liegt noch bei 14 Jahren. Mit dem neuen Beschluss dürfen jetzt allerdings auch schon 10-Jährige arbeiten, wenn sie keinen Dienstherrn haben. Mit dieser Regelung soll das Land bis 2025 aus der Armut befreit sein. Bolivien ist das ärmste südamerikanische Land. Schätzungen zufolge arbeiten etwa 850.000 Kinder in Bolivien. Das ist fast jedes vierte Kind. Einem Vater aus Georgia in den USA droht eventuell die Todesstrafe, weil er seinen fast 2-jährigen Sohn im Auto vergessen hatte. Dieser ist aufgrund der Hitze gestorben. Am 18. Juni hat der Vater eigenen Angaben zufolge vergessen, seinen Sohn in den Kindergarten zu bringen. Erst auf der Fahrt von der Arbeit nach Hause habe er den leblosen Körper bemerkt und sofort Hilfe gerufen. Das Gericht wirft ihm Kindesmissbrauch und Mord vor. Laut der Polizei hat der Mann noch im Auto Sex-SMS mit minderjährigen Mädchen ausgetauscht. Auch sei er, entgegen seiner Darstellung, mit dem Auto, in dem der Sohn saß, zum Mittagessen gefahren. Der Mann soll zusammen mit seiner Frau im Internet recherchiert haben, wie Kinder bei hohen Temperaturen im Auto sterben. Der Vater soll außerdem im Web nach Infos gesucht haben, wie lange es dauert, bis ein Tier im Auto dem Hitzetod erliegt und wie die Haftbedingungen im Gefängnis sind. House of Cards darf nicht im Saal des UN-Sicherheitsrates drehen. Anscheinend hat Russland dagegen ein Veto eingelegt. Zuvor hatte der Generalsekretär Ban Ki-moon für die Drehgenehmigung geworben, weil er hoffte, dass die UNO so einem breiteren Publikum vorgestellt wird. Russland hält die Filmaufnahmen für unangemessen und außerdem soll der Saal jederzeit dem Sicherheitsrat zur Verfügung stehen. House of Cards ist eine amerikanische Politik-Thriller-Serie mit Kevin Spacey in der Hauptrolle als skrupelloser Politiker. Bereits vor 10 Jahren wurde schon einmal ein Film im Gebäude der UNO gedreht, die Dolmetscherin von Sidney Pollack. Was haltet ihr von der Neuregelung in Bolivien? Und findet ihr, dass es generell für den UN-Saal oder Regierungsgebäude Drehgenehmigungen geben sollte? Eure Meinung wie immer in die Kommentare. Ja, Mann. Dort drüben gibt es jetzt noch 2 weitere Videos. Unter Sina könnt ihr abonnieren. Unter Felix findet ihr Textgalibur for Gaming, Nerdstuff und Co. Und unsere Kanäle und Social Media Stuff natürlich wie alles wie immer. Unten in der Videobeschreibung. Das waren die Was geht ab Flash News. Und wir sind raus. Ich suche mal die Social Media Links da unten. Oh, ich komme mit.